interessant auch, in den letzten 13 Bundesliga-Begegnungen dieser beiden Vereine gab es niemals ein Remis. Erich Auer, bitte. Günter Kronsteiner gehen langsam aber sicher die Abwehrspieler aus. Mikhail Antonsson hat als Andenken an das UEFA-Cup-Spiel in der Ukraine einen Muskeleinriss mitgebracht. Für den Schweden rückt Kapitän Ernst Dostbel in die Innenverteidigung. Florian Metz kehrt als rechter Abwehrspieler in die Anfangsformation zurück. Mimose Janoschko hingegen erhält einen Sitzplatz auf der Ersatzbank. 5.800 Zuschauer im Horststadion, die violetten Fans hoffen auf, besser gesagt, sie fordern den zweiten Saisonsieg. Den wünscht sich auch schön langsam Tirol-Coach Helmut Kraft. Er schickt die gleiche Startelf wie letzte Woche gegen Bregenz aufs Feld. Die Tiroler in Grün anfangs gar nicht so defensiv wie angekündigt. Die Austria unkonzentriert. Rückpass Dedene, ein Lapsus von Didolica ermöglicht Kuyu die erste Chance in Minute 5. Doch Didolica überrascht nicht nur die Mitspieler. Auch Semi Kuyu ist dann nicht gewappnet und schießt Papaz an. Die folgende Ecke durch Kapitän Theo Grüner. Und die führt zu einer Möglichkeit für Pšenček. Wieder abgefälscht. Didolica erneut im Glück. Die Antwort der Austria. Vachušek auf Blanchard. Der ist völlig ungedeckt. Gute Flanke. Toller Kopfball von Sigurd Ruschfeld. Tirol-Goli Jelko Pavlovic reagiert hier allerdings großartig. Die Austria nimmt richtig Fahrt auf. Florian Metz mit einem seiner Turbo-Flankenläufe. Schöner Doppelpass mit Blanchard. Doch Sionko kommt nicht zum Abschluss. Aber der Ball bleibt heiß. Und wie? 1:0 durch Markus Kiesenebner in der 11. Minute. Erstmals in dieser Saison geht die Austria in Führung. Kiesenebner lüxt da Grüner den Ball ab und nagelt das Spielgerät in die Kreuzecke. Das erste Austria-Saisontor eines Österreichers. Werkzeugkiste auf, Hammer raus und bitte. Da kommt richtig Freude auf. Violett macht Druck und will nachlegen. Vachušek. Vastic auf Ruschfeld. Der verzaubert die Tiroler Abwehr, trifft dann aber nicht das Tor, sondern Andi Schrott. Und wie ist das nochmal mit den Toren, die man nicht schießt? Nur 50 Sekunden später. Pšenček sieht Wolfgang Mayer. Eleganter Haken und es steht 1:1 in Minute 22. Der Idealpass in die Schnittstelle der Viererabwehr. Und Wolfi Mayer macht ganz abgebrüht sein zweites Saisontor. Gerade mal 100 Sekunden nach dem Ausgleich Freistoß Wacker. Pšenček für Theo Grüner. Aber hallo! 24. Minute, Spiel gekippt. 1:2 Schwarz-Grün im Freudentaumel. Noch keine halbe Stunde um und wir haben schon drei Kandidaten für den Volltreffer des Monats. Und für Theo Grüner ist es der erste Bundesliga-Treffer nach 8 Jahren Schaffenspause. Joey Didolica hingegen ist geschafft. Die Partie mittlerweile richtig packend. In Minute 26 gibt's Eckball für Violett. Den tritt Vastic und Sascha Papaz verfehlt das Tor knapp, aber der bosnische Teamspieler trifft den Ball da auch nur mit der Schulter. Die Austria jetzt wieder richtig aufgekratzt. Blanchard. Vachušek, Ruschfeld wieder als Ballartist. Florian Metz. Und da ist Ivica Vastic. 2:2 in der 36. Minute. Vastic durch die Sperre von Gilevic endlich wieder Sturmspitze. Macht Austrias erstes Kopftor in dieser Spielzeit. Möglich gemacht allerdings durch einen Stellungsfehler von Harald Schroll. Die Tiroler resignieren keineswegs. Pšenček bedient Kuyu. Und Didolica verhindert ein Eigentor von Ernst Dospel. Die 38. Minute. Austria kontert im eigenen Stadion. Sionko auf uns davon, wird von Schroll zu Fall gebracht. Schiedsrichter Lehner greift zu einer Karte und die ist gelb. Zum Ärger der Wiener. Denn Schroll
war letzter Mann. Rot daher durchaus angebracht. Die Fans ungebrochen. 2 Minuten vor der Pause. Vastic, Sionko, Stefan Wachuschek, der Tscheche nur Zentimeter von seinem ersten Tor für den Vizemeister entfernt. So bleibt's nach 45 Minuten und ein paar Zerquetschten beim 2:2 in einem tollen Bundesligaspiel. Das leider nach der Pause ein wenig an Qualität verliert. Die Austria mit Wagner statt des verletzten Kiesnebner und dem ersten Schuss in Hälfte 2 durch Libo Sionko in Minute 60. Dann die Schrecksekunde für den violetten Youngster Florian Metz mit einem ungeschickten Schritt. In der 66. Minute fällt der nächste Abwehrspieler verletzt aus. Erste Diagnose, Muskelprellung. Jetzt darf Wladimir Janoczko ran. Die Austria dementsprechend noch offensiver. Janoczko für Wachuschek. Der auf Vastic, aber das kann der Ivo besser. Die Tirol-Fans sehen nur noch selten Angriffe ihrer Lieblinge. In Minute 77 einen über Meier und Sammy Kuyu. Die Enttäuschung des Holländers ist nachvollziehbar, denn das war ganz schön knapp. Die Austria nach dem Out von Metz mehrheitlich über links. Didier Dedene. Schrott rutscht aus. Und Sionko, der zieht ab. Pavlovic macht die kurze Ecke zu. In der 84. Minute das Tiroler Comeback des Jahres. Robert Vazinho-Watzinger kehrt 8 Tage vor seinem 38. Geburtstag in die Bundesliga zurück. Dennoch, die Wiener sind in der Schlussphase turmhoch überlegen. Michael Wagner hat das 3:2 auf dem Kopf. Ganz ruhig, Željko Pavlovic. Denn die letzte Chance des Spiels haben die Gäste. Natürlich durch Sammy Kuyu. Joey Didolita als Retter in höchster Not in der Nachspielzeit. Kein Tor in Hälfte 2. Denn dann ist Schluss. Nach 13 Partien ohne Remis endet das erste Duell der Tiroler seit dem Wiederaufstieg mit der Austria mit einem 2:2 Unentschieden. Im Gegensatz zu Libor Sionko darf sich der FC Wacker heute dennoch wie ein Sieger fühlen. Interviews von Elisabeth Auer. Ivica Vastic, das Führungstor durch den Kollegen Kiesenheber ist relativ schnell gefallen, auch in der Anfangsphase. Die erste Hälfte war relativ gut. War sie in der zweiten dann doch vielleicht ein bisschen müde vom Europacup-Spiel? Ich glaube schon, das haben wir auch bemerkt, die Strapazien von Reise und von dem Spiel. Aber trotzdem, wir wollten alle unbedingt dieses Spiel gewinnen, haben wir wirklich alles versucht. Und leider hat uns das heute nicht gelungen. Wir können zufrieden sein, erstens mit dem Ergebnis, auch mit der Leistung der Mannschaft. Es war bis auf Phasen in der ersten Halbzeit so, dass wir das Spiel relativ gut kontrollieren konnten. Es hat eben Momente gegeben, wo die Austria sicher sehr gut kombiniert hat, viel rochiert hat und da sind wir ein bisschen unter Druck gekommen, aber in der Phase haben wir Gott sei Dank dann den Ausgleich geschossen und dann sogar in Führung sind wir gegangen und haben uns dann gefangen in der Phase und vor allem zweite Halbzeit, glaube ich, haben wir das Spiel ganz gut kontrollieren können. Es ist jetzt vor kurzem auch die Meldung rausgekommen, dass die Austria einen neuen Berater bekommen soll, namens Otto Baric. Ich weiß das bereits seit 14 Tagen, muss ich sagen. Also ich bin eigentlich schon seit langem davon informiert gewesen. Ich habe mit dem Herrn Stornach lange darüber auch schon gesprochen. Er hat mir das auch erklärt und ich bin sehr froh darüber, wenn irgendjemand kommt, der so viel Erfahrung wie ein Herr Baric hat, kann uns sicherlich helfen. Was die Tiroler Fans davon halten, teilen sie Stronach und Co. schriftlich mit. Austria Magna 2, Wacker Tirol 2.